Hallo, hallo, hier ist wieder euer Einheil-Harry. Heute mit der neuen Akku Highscale-Pistole, die TECG 18 LI Solo. Heißt praktisch, kommt ohne Akku daher. Ja, ihr habt genügend Akkus. Hat 2 Minuten Aufheizzeit, Tropfkontrolle und 11 mm Sticks dabei anscheinend. Schauen wir mal rein. Sticks dabei, der Pistol, dann ist hier noch eine Düse drin, und der passende Schlüssel dazu, so Flachdüse, Schlüssel dazu. Wegschrauben, man kann Stück dafür draufsetzen. Ich lasse es die mal droben. Gehen wir auf Zeiten. Wie immer, sehr hochwertiges verarbeitet. Mit diesem Grip hier. Ich hole mir einen Akku. Bleibt noch stehen da. Schalten wir sie mal ein. Rot. Beleuchtung. Geladen. Ist nur rot. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn man schon die Klebepistole, wenn ich die schon ausprobiere, dann baue ich einfach mal schnell was. Mal gucken, was dabei rauskommt. Schaut es mir einfach zu, wenn das die grün ist. Oder? Muss grün werden, denke ich mal. Also die LED 2 leuchtet rot und signalisiert den Heizvorgang. Nach ca. 120 Sekunden ist dieser Vorgang beendet und die LED leuchtet grün. Das Gerät ist nun einsatzbereit. Also, wie man das doch so dachte. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt mal ein paar Fetzen vorbereitet und schauen mal, was da draus wird. Da bauen wir jetzt was, ob das auch dann das hält, was ich mir dann denke. Grün, können wir arbeiten. Das wird doch gut. Das wird doch gut.
Du bist fest. Wunderbar wird das. Wunderbar. Schritten. Das ist natürlich geil, wenn man so ein geiles Werkzeug hat, gell? Braucht er einen Hals oder braucht er keinen Hals? Ohne Hals schaut es blöd aus. Ich glaube, ohne Hals schaut es blöd aus. Ja, wisst ihr, wie lange ich schon immer mit der Heißklebepistole gearbeitet habe? Nein. Ich bin ein richtiger Bastler. Ich bin ein richtiger Bastler. Ich bin gespannt, ob das dünne Zeug gibt. Da. Schauen wir. Schauen wir. Hier. Und das Gute an der neuen Kappsäge, kannst du nach rechts und nach links versteigen. Das ist super. Das ist super. Muss ich ein bisschen fixieren jetzt? Oder das Backbit sauber? Und dann die Finger, oder? So. Und die da wieder weg. So.
Wie lange habe ich so eine Waschung gemacht? So papst Finger mit die, aber deswegen haben wir Sicherheitshinweise. Obacht, nicht die Finger mit die pappen. Jetzt habe ich eine Idee. Die ist halt zu lang. Und schneide ich einfach mal ab. Dann habe ich eine Idee. So, also tropft nicht nach. Hast schon schöne Beleuchtung. Ich habe aber gutes Licht drin. Schalten wir es aus. Aus. Du kannst es richtig schön dosieren hier. Also wirklich gut. Liegt gut in der Hand. Du stellst sie ab, sie bleibt stehen. Du hast 5 Klebesticks dabei. Umfang, die zweite Düse und den Schlüssel. Und dann schauen wir mal, was wir bastelt haben. Kann man das so sehen? Juhu! Also da ist noch, hätte ich einen Meterstab hinmachen können, ja. Aber das ist schade. Das ist doch perfekt. Und schon habe ich das richtige Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Und selbstgebastelt, sage ich immer, kommt von Herzen. Also, top, oder? Ja, was sagt ihr? Schreibt es mal ruhig in die Kommentare, was ich für ein toller Bastler bin. Das gefällt mir selber. Und schon lange habe ich so einen Schmarrn immer bastelt. Und hebt wie Sau, da. Alles hebt. Und das da, Moment. Also, hebt wie Sau. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich immer wieder, ein neues Video für euch machen zu dürfen. Und über die tollen Kommentare, was ich kriege, und die Nachrichten, finde ich echt cool. Gefällt mir, macht mir Spaß, macht mir immer mehr Spaß. Ich denke, ich wäre vielleicht auch immer besser. Am Anfang, die ersten Videos waren schon ein bisschen, ja, mein Gott, ist halt so. Aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Einheil Harry.